Dänemark verschärft sein Sexualstrafrecht. Ab Januar 2021 soll ein Gesetz klarstellen, dass Sex ohne Zustimmung eine Vergewaltigung ist. Bisher war es so gewesen, dass es Gewalt oder Zwang gegeben haben musste, damit eine Vergewaltigung vor Gericht auch als solche definiert wurde. Der Fall von Isabel Dohnen ist ein Beispiel dafür. Ich habe mehrere Male Nein gesagt, aber dann lag ich auf dem Bauch und er drang in mich ein. Es hätte Gewalt oder Gewaltdrohungen geben müssen, um als Vergewaltigung eingestuft zu werden, aber es gab keine. In Dänemark waren die Chancen auf Strafverfolgung oder Verurteilung nach einer Vergewaltigung bisher gering. Eine Studie legte offen, dass von 24.000 mutmaßlichen Vergewaltigungen nur 890 angezeigt wurden. In 535 Fällen kam es zu einer Strafverfolgung und nur in 94 zu einer Verurteilung. Die Gesetzesreform ist ein Riesenschritt für die Gleichberechtigung, so der dänische Justizminister. Es ist eine Vergewaltigung, wenn es keine Einigung zwischen den Beteiligten gibt. Ausschlaggebend ist jetzt eine Zustimmung vor dem Geschlechtsverkehr. Die Zustimmung kann durch lautes Sprechen, durch Berührung oder Augenkontakt gegeben werden. Amnesty International lobt die dänische Regierungsentscheidung als historischen Sieg für die Menschenrechte. Das schwedische und jetzt auch das dänische Gesetz gehen damit weiter als das deutsche. Seit 2016 gilt in Deutschland das neue Sexualstrafrecht nach dem Grundsatz Nein heißt Nein. Seitdem ist für eine Verurteilung keine ausgeübte Gewalt mehr nötig, sondern ein einfaches Nein ausreichend. Laut Amnesty International wird eine Vergewaltigung derzeit in 8 europäischen Ländern als Sex ohne Einwilligung definiert.